Moin Moin, ich bin Kai und wir schauen uns heute mal das Lego Star Wars Set mit der Nummer 75229 an. Und zwar ist das das Death Star Escape, zu Deutsch die Flucht vom Todesstern. Das ist eine Szene vom ersten Star Wars Film von 1977, der hieß zu Deutsch Eine neue Hoffnung. Und in dieser Szene ist es so, dass Luke Skywalker zusammen mit Han Solo hier Prinzessin Leia befreit. In diesem Set haben wir also eine Szene aus diesem Film zusammen mit einem Stormtrooper, Prinzessin Leia und Luke Skywalker als Figur. Hier sehen wir noch einen kleinen Druiden vom Imperium, nennt sich MSI-6, ist ganz einfach zu bauen, sind wenige Teile, ist jetzt aber auch nichts Spektakuläres. Wurde hier aber auch für das Set gar nicht weiter erwähnt. Das schauen wir uns dann an, wenn wir das Ganze mal aufgebaut sehen. Hier hinten sehen wir dann noch ein paar Funktionen vom Set. Hier können wir wohl etwas bewegen und dem Stormtrooper hier etwas unsanft entfernen. Wir können das Set, wie man hier unten sieht, aufklappen, wenn man so möchte. Und hier haben wir dann noch eine Falltür, die wir dann hier herunterstellen lassen können. Hier sehen wir noch einen Pfeil, da scheint sich wohl auch noch die Plattform hier, wie man es aus dem Film kennt, auch einziehen oder ausfahren zu lassen. Und schauen wir nochmal kurz die Packung an. Hier sehen wir nochmal wieder eine 1:1 Figur von Luke Skywalker. Verschiedenste Namen, also immer der gleiche Name, die Flucht vom Todesstern, nur in verschiedenen Sprachen. Und ja, das war es soweit von der Packung. Ich würde sagen, ich baue das Ganze mal auf. Erstmal schauen wir mal rein, was wir hier noch in der Packung finden. So, hier haben wir jetzt den Inhalt der Packung. Wir sehen hier drei Polybeutel nummeriert. Das heißt, wir haben hier drei Bauabschnitte und die Anleitung natürlich gedruckt. Aufkleber sind nicht enthalten. Diese 1x1 Fliese sollte aber auch das einzige gedruckte Element in diesem Set sein. Dann, so wie man es kennt von Lego, sehen wir hier natürlich erstmal Figuren, wie sie aufgebaut werden. Kurze Info zu diesen drei Beuteln hier, dass man mit dem ersten anfängt. Ganz einfach alles. Hier sehen wir nochmal, wie MSI-6 zusammengebaut wird. Das sind hier also auch wirklich wenig Teile. Das sind dann nur 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 Teile, soweit ich das sehe. So kann man den also schon ganz einfach selbst zusammenbauen, wenn man die Teile hat. Dann, ja, wie wir es ansonsten auch von den Lego-Anleitungen kennen. Hier sehen wir die neuen Teile, die jeweils hinzukommen. Und pro Bauschritt haben wir dann hier wirklich nur 2 bis 5 Teile circa, die neu hinzukommen. Schauen wir nochmal ganz nach hinten. Da sehen wir dann, wir haben insgesamt 99 Bauschritte, bis das ganze Set aufgebaut ist. Und dann sehen wir hier zum Schluss nochmal die Funktionen, die wir mit diesem Spielset haben. Ganz hinten, wie wir es auch häufig kennen, eigentlich immer in den Lego-Anleitungen, etwas Werbung für andere Sets. Und natürlich nochmal die Teileliste zum Überblick. So, bevor wir jetzt zu dem fertig aufgebauten Modell kommen, wollte ich hier zum Set noch was erwähnen. Es ist 2019 rausgekommen für 29,99 UVP und jetzt im Juni 2020 ist dieses Set seit ein paar Wochen bereits end of life gegangen. Das heißt, von Lego wird es nicht mehr hergestellt und wenn ihr es noch bekommen solltet und es euch jetzt gefallen hat, vielleicht nach diesem Video, solltet ihr euch ranhalten, es euch noch zu besorgen. Aktuell könnt ihr, wenn ihr euch noch ein bisschen ranhaltet und umguckt, das für 30-40% Preisnachlass bekommen. Ich habe es auch für knapp 20 Euro jetzt nochmal erhalten können. Und sicherlich wird es in den nächsten Wochen und Monaten deutlich teurer werden, wenn es dann nicht mehr im regulären Handel zu finden ist. Dann gibt es nur noch ein paar Sammler, die es verkaufen würden. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Set sehr schnell auf 40 oder 50 Euro hochschnellen wird. So, dann schauen wir uns jetzt einmal das fertig aufgebaute Modell an. Zuerst nehmen wir uns einmal die Figuren vor. Die habe ich einfach mal auf eine Platte hier drauf gestellt, damit wir uns die besser hier anschauen können. Ich hoffe, die Kamera stellt auch alles schön scharf. Kommen wir hier zuerst zu unserem Stormtrooper. Also, er kommt mit einem Blaster mit. Prinzessin Leia natürlich auch. Wir haben hier keine Stud-Shooter dabei. Die Helme finde ich immer sehr schön.
Schauen wir uns hier mal hier vom Nahen an. Ihr kennt die sicherlich, aber ich finde die sehr gut gearbeitet, schön detailliert. Gefallen mir sehr gut mit ein paar Prints drauf und man sieht die ganzen Formen des Helms, die Abdrücke, die Augen etc. sehr gut herausgearbeitet. Ich hoffe, es ist scharf genug geworden. Dann kommen wir hier einmal zum Gesicht des Stormtroopers. Der schaut hier sehr grimmig. Auf der Rückseite hat er kein Gesicht. Und dann haben wir hier natürlich auf Oberkörper und seinen Beinen einige Prints. Auf der Rückseite hat er auch noch Prints auf seinem Oberkörper. Kommt da einmal sein Helm wieder. Dann schauen wir uns hier einmal Prinzessin Leia an. Klassisch mit ihrer Figur, mit diesen Zöpfenkringeln an den Seiten. Auch wie gesagt schon mit dem Blaster und der Oberkörper ist vorne und hinten bei ihr bedruckt. Und wir können uns auf der Rückseite auch nochmal einen etwas grimmigeren Gesichtsausdruck anschauen. So, und dann kommen wir zuletzt zu Luke Skywalker. Er hat hier natürlich sein blaues Lichtschwert dabei. Dann hat er als Besonderheit einen Enterhaken. Den hat er hier auf den Rücken geschnallt, so dass man, Moment, wenn wir den einmal aus der Hand hier rausbekommen, ihn auch irgendwo aufhängen können und dann kann er sich sozusagen hier herablassen an seinem Seil. Dann hat er natürlich auch noch ein zweites Gesicht. Da schaut er auch noch etwas grimmiger und hier doch schon etwas entspannter. So, dann ist natürlich bei ihm Oberkörper und die Beine bedruckt. Das sieht hier auch so aus, als wenn sein Hemd hier auch mit den Beinen hier schön abschließt. Also es geht hier nicht über die Beine mit herüber. Dann hat er zusätzlich auch noch einen kleinen Gürtel dabei. Da hat er hier auf der Vorder- und Rückseite ein paar Taschen. Und was man jetzt nicht so gut sehen kann durch seine Art Rucksack, den er hier drauf hat, hat er hinten auch noch ein paar Prints. So, und dann haben wir hier noch den kleinen Datendruiden MSI6. Der ist ganz einfach gebaut aus wenigen Teilen, sollte man aber auch noch mit erwähnen. So, und dann kommen wir hier auch schon zu unserem Spielset. Sehr schön kompakt kann man es so hinstellen. Man kann es aber auch, wie eingangs schon erwähnt, auseinanderklappen. Kann man hier komplett einmal rumklappen. So kann man es auch sehr schön wieder wegstellen. Nimmt nicht allzu viel Platz weg. Und dann schauen wir uns einmal die ganzen Spielfeatures an. Zum einen haben wir hier oben erstmal die Möglichkeit, unseren nichtsahnenden Stormtrooper hinzusetzen. Und hier sitzt er dann an seiner Konsole. Ich möchte noch einmal kurz erwähnen, hier ist auch noch ein weiterer Print, den ich entdeckt habe. Also es gibt nicht nur die Schaltkonsole hier unten. Und hier drüben auch noch einmal, sondern wir haben hier oben auch noch ein kleines Computerterminal. So, wir waren dabei, unseren ahnungslosen Stormtrooper hier oben draufzusetzen an diese Konsole. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier an diesem Zahnrad zu drehen. Und dann kann man spielen, er wird hier gerade von seiner Station weggeschossen. Und dann fliegt er einfach mal so weg. Kann man noch einmal machen. Hier etwas stehend auf dem Tisch. Dann sieht man es vielleicht etwas besser. Drehen und weg ist er. Gut, dann kommen wir zum weiteren Feature. Wir haben hier einmal unsere ausfahrbare Brücke. Die ist hier mit kleinen Steinen vorne und hinten gesichert, dass sie uns hier nicht irgendwo rausflutschen kann. Kann man jetzt also, wenn das Ganze jetzt hier zusammen ist, hat man jetzt hier diesen Steg, den man entlang gehen kann von dieser Seite und kann bis hier rüber gehen. Und wenn die Sturmtruppen nun natürlich Gefahr wittern, haben sie die Möglichkeit, zum einen diesen Steg hier einzuziehen. Und zum Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, hier oben haben wir einen Hebel, da kommen wir zur nächsten Mechanik, der löst dann hier diese Falltür aus. Drücken wir einmal drauf. Und schon ist es runtergesackt. Schließt auch fast komplett ab, sodass sich der Steg hier trotzdem noch
einfahren lässt, auch wenn die Tür schon zu ist. Ich glaube, im Film war es auch so, dass zuerst der Stieg, Moment, ich will ihn noch einmal schnell festjustieren, dass zuerst die Falltür runtergeht, hier noch unsere Helden stehen und dann langsam der Steg eingezogen wird, damit nicht zu knapp wird und sie hier irgendwo herunterfallen, hat Luke Skywalker natürlich seinen Enterhaken, so wie von der Packung angegeben, ist es so gemacht, dass er sich hier auch oben gut einhaken kann mit seinem Haken und dann hier noch etwas herumbaumeln kann. So, das waren soweit die Features. MSE 6, den können wir hier auch parken. Der hat hier eine kleine Einbuchtung. Wir können ihn hier auch nicht rausdrücken, denn auf der Rückseite ist er hier gesichert. Es sei denn, man hält es so schräg wie ich. Und dann kann man ihn, wenn nötig, hier einfach herausfahren lassen. So, dann haben wir hier noch irgendwie eine kleine Station, die lässt sich hier drehen. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, was das jetzt hier im Film genau dargestellt hat. Wird sicherlich irgendwie eine Bewandtnis geben, wenn es jemand kennt. Gerne bitte in den Kommentaren einmal notieren für alle. Das wäre sehr freundlich. Dann haben wir hier nochmal eine Leiter. Hier kann dann noch natürlich zu dieser Station hochgeklettert werden. Und dann glaube ich, haben wir auch hier alle Funktionen einmal abgedeckt. Hier hinten nochmal die Mechanik. Wenn wir hier einfach das Fallgitter, das Falltor hochziehen, schnappt es hier automatisch ein. Und wenn wir dann den Hebel herunterdrücken, sackt das Tor sofort herunter. So, das war es zu diesem Spielset. Ich möchte noch kurz einmal ein anderes Spielset erwähnen. So, vielleicht erinnert ihr euch noch an ein älteres Star Wars Lego Video von mir, und zwar die Death Star Cannon, die 75246. Das Set gibt es noch aktuell im Handel für 19,99 € UVP. Und da das beides vom gleichen Film ein paar Szenen weiter stammt, kann man das sicherlich irgendwie nett kombinieren. Hier haben wir also dann gleich zwei Spielsets. Und ich wollte es gerne einfach mal nebeneinander stellen, dass man mal sehen kann, dass man das vielleicht auch alles ganz nett kombinieren kann. Es ist jetzt nicht so, dass man es irgendwo hier zusammenpinnen könnte, dass es jetzt zusammenhält. Sind natürlich zwei unterschiedliche Szenen im Film und sicherlich auch wörtlich etwas weiter voneinander getrennt. Aber zum Spielen ist das sicherlich eine nette Sache, wenn man das Todessternkanonen-Set hier zur Flucht vom Todesstern dazustellt. So, dann kommen wir noch ganz kurz zu den Einzelteilen. So, hier haben wir dann nämlich die kleinen Ersatzteile. Das kennt man sicherlich von Lego. Kleinteile sind immer noch mal extra in der Regel vorhanden, falls mal irgendwas wegfliegt vom Tisch und erstmal nicht wiedergefunden wird. Dann kommen wir ganz zum Abschluss noch einmal zu den Abmessungen des Sets. Wenn es jetzt hier komplett zusammengeklappt ist, haben wir insgesamt circa 12,5 cm. Wenn wir die Leiter hier noch etwas mitnehmen, kommen wir hier auf knappe 13 cm. In der Breite liegen wir dann so bei 8,5 cm, wenn ich es jetzt richtig sehe. Und in der Höhe kommen wir hier wohl auf ca. 17 cm mit diesen Türmen, was auch immer hier oben. Und dann können wir es noch einmal auseinanderklappen. Ja, schwer zu sagen. Nehmen wir mal hier die beiden Diagonalen, dann kommen wir hier so auf grob 20 cm. So, das war es jetzt hier zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen oder ein Abo, falls ihr es noch nicht dagelassen habt. Dann bekommt ihr auch rechtzeitige Info zu den nächsten Videos, die ich hier hochlade. Den Aufbau des Ganzen versuche ich dann am nächsten Tag als Speedbuild hochzuladen. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.